Torso-Kreise kommen eigentlich aus der Kundalini-Yoga oder wurde ja dadurch so bekannt, ist nichts anderes, als dass ich in einem Schneidersitz oder einem Padmasana, also ein yogischer Sitz, wo dann beide Beine sozusagen verschlossen sind, gebunden sind, aber dass ich Kreisbewegungen mit dem Oberkörper ausführe. Und diese Kreisbewegungen lade ich Sie auch gleich dazu ein, dass Sie diese Kreisbewegungen hier mit mir machen, um Ihr Becken bzw. Gesäß und Sitzhöcker, die ja fest auf dem Boden sind, dass Sie diese Kreise machen. Sie führen diese Kreise aus, indem Sie um Ihr eigene Körperachse diese Bewegungen ausführen, und zwar mit der Zielsetzung, dass Sie das erkunden, wie Ihr heutiger Zustand und wie Ihr Körpermitte, also im Sinne sich mit sich verbinden und Ihr Körpermitte zu führen, aber wie sich das heute anfühlt und wie Sie sich damit verbinden können. Das impliziert ja schon, dass ich meine Mitte und in mir zu ruhen oder mit mir zu verbinden, was weiteres auch eben braucht. Was brauche ich dazu? Natürlich die Grenzen. Ich kann mich mit mir selbst auch nur dann verbinden, wenn ich weiß, wo meine eigenen Grenzen sind. Deshalb Torsokreis, Sie können gerne auch die Hände dazu bewegen. Sie können jetzt damit mit den Händen um sich herum wandern, ja? Und dann versuchen, diese Wanderschaft auch hinten fortzusetzen, soweit es geht und soweit Sie das mögen. Ganz bis nach vorn. Und dann jetzt auch wieder die andere Richtung. Und dabei prüfen, wo sind denn heute meine Grenzen? Sind diese Grenzen nur so weit? Also ich bleibe jetzt vielleicht ganz, ganz nah zu meiner Körperachse und ich bewege mich ja kaum. Und ich mag vielleicht heute nur auch nach rechts diese Bewegungen. Oder sagt mein Körper, oh nee, also ich mache jetzt alles. Ich mache jetzt auch nach links, ich mache jetzt auch noch von rechts nach links. Das ist eine Art sogar Pendeln im Torsokreis, wo Sie während Kreisschreiben ständig auch eigentlich von einem Sitzhöcker zu anderen pendeln und wippen. Und Sie mögen heute ganz spielerisch und mutig und ja, mit viel Entdeckungslust alles um sich herum erkundigen und erfahren und erleben. Jetzt lade ich Sie dazu ein, ein wenig Pause zu machen. Und sich reinzuspüren. Ihre Atmung zu beobachten. Bevor wir unsere Augen wieder öffnen oder auch geschlossen halten. Sie können das auch mal mit geschlossenen Augen ausprobieren. Wie fühlt sich denn die Welt an? Und fühlt sich das vielleicht anders an oder sind Ihre Grenzen womöglich anders wahrgenommen, wenn ein Sinne ausgeschaltet ist und Sie nichts sehen? Vielleicht mögen Sie ja Ihre Mitte sogar deutlicher oder stärker, intensiver wahrnehmen. Sie können diese Torsokreise auch so ausführen, dass Sie Ihre Hände einfach auf die Beine, auf die Knie legen. Und dass Sie hier diese Kreise machen. Ich lade Sie dazu auch ein, dass Sie Ihren Rücken dabei, soweit es geht, gerade halten. Damit die Atmung, soweit es geht, auch eine gerade Linie beschreiben kann.
gerade Linie abzeichnen kann und dadurch das möglichst meiste an Sauerstoff sie aufnehmen und das möglichst wenigsten die Atemmuskulatur leicht verbogen, verkrampft, verspannt ist, bis sie wieder in ihrer Mitte ankommen. Und wieder nachspüren. Wenn Sie diese neue Empfinden, was Sie gerade in sich tragen und das heute angenehm ist und stimmig für Sie und dann auch entweder abspeichern oder wenn es heute nicht so gut ist oder Sie sagen, okay, ich belasse es dabei, was ich erlebt habe und damit ist es gut. Aber wenn Sie damit gedanklich auch geistig soweit sind, dann zähle ich von 5 rückwärts bis zu 1, 5, 4, 3, 2, 1. Und falls Ihre Augen geschlossen waren, dann öffnen Sie die und lade ich Sie dazu ein, dass Sie sich im Raum wieder bewusst orientieren, hier wieder ankommen, ein paar ganz tiefe Atemzüge nehmen oder auch sich strecken und innen hier. Oh, ist das schön. Und so dann jeden Tag fortsetzen. Namaste.